Hallo ihr Lieben, heute stellen wir euch auf vielfache Nachfrage den allerneuesten Teil der Tribute von Panem vor. Es ist kein neuer Teil, sondern wir haben die Trilogie auf Lateinisch übersetzt und da die besten Stellen für euch rausgesucht. Und an meiner Seite ist der, dem ich das zusammen gemacht habe, der Markus, den ich recht herzlich begrüße. Salve, Salvete omnes. Ja, und da hätte ich jetzt erstmal ein paar Fragen an dich, Markus. Was haben denn überhaupt die Tribute von Panem mit Latein zu tun, dass man sich die Mühe macht, so viele Seiten, das sind ja salvete. immerhin fast 230 Seiten, auf Latein übersetzt? Eben sehr viel mit Latein zu tun, denn die antike Mythologie steckt drin mit dem Theseus-Mythos und mit der Opferung der Tribute an den Minotaurus. Und der moderne Minotaurus ist eben diese schreckliche Arena, die das antike Labyrinth in moderner Form wiedergibt. Außerdem gibt es das Kapitol, das ist ja schon vom Namen her lateinisch. Und die Regionen, die Distrikte, in denen die Leute abgestuft nach Wohlstand leben und von diesem reichen, mächtigen, aber auch diktatorischen Kapitol beherrscht und ausgebeutet werden. Es gibt also dann ganz viele Namen, die lateinisch sind, in dem Original von Collins, Vorstellungen, Ideen, historische Anspielungen auf die römische Geschichte und Kultur. Und allein das genügt schon, um eine lateinische Übersetzung dieses Bestsellers in Angriff zu nehmen. Das stimmt. Und vor allem damit sich auch alle auskennen, haben wir da ganz verschiedene Überleitungen, in denen auch erklärt wird, was passiert und was eben auch die Anspielungen an die griechisch-römische Mythologie und Historie sind. Und was auch ganz toll ist, dass es eben hier noch ein Glossar gibt, wo ganz viele Wörter nachgeschlagen werden können, bis hin zu einem Eigennamenverzeichnis, wo die Eigennamen recherchiert werden können. Und da wäre jetzt meine Frage, das sind ja teilweise sprechende Namen, die ja wirklich bedeutungsaufgeladen sind. Hättest du auch ein Beispiel parat, wie du das auch übersetzt hast? Effie Trinket, die kommt nachher noch vor in unserem Beispiel. Berühmte Moderatorin, die immer sagt, Slighty sind Ludi, Famis oder Famis Ludi. Effie Trinket haben wir in Euvia Ornata übersetzt. Trinket, dachte ich zuerst, hat mit Trinken zu tun und heißt daher lateinisch bibere, bibamus omnis, bibatis. Aber dann haben wir herausgefunden, dass Trinket auf den Schmuck geht und sie ist ja immer reich geschmückt. Also haben wir sie Euvia Ornata übersetzt, die geschmückte Euvia. Und Euvia klingt dann auch an Dionysus Bacchus an, der mit Ehoi immer seine fröhlichen Saufrunden schmückt. Ja, das ist sehr kreativ, weil manche Namen, die muss man gar nicht übersetzen, weil die schon lateinisch sind, wie Coriolanus, aber andere haben wiederum englische Namen, wie der Moderator Temple Smith. Was hast du denn mit so einem komplizierten Namen gemacht? Claudius Templi Ferrarius. Ferrarius ist die wörtliche Übersetzung von Smith oder Schmidt. Also insofern, im Deutschen hat man die englischen Namen nicht übersetzt, da heißt er weiterhin Temple Smith. Aber im Lateinischen, um das Gesamtkunstwerk auch richtig zu machen, haben wir natürlich Templi Ferrarius, den Temple Smith auch ins Lateinische. Na, und für diejenigen, die die Stellen auf Deutsch auch vergleichend nachlesen wollen, sind die auch immer in diesem Band eben angegeben. Und dann stellt sich jetzt für mich noch die Frage, der lateinische Titel, also De sortibus pani tributis. Wie bist du denn auf den Titel gekommen und was heißt der übersetzt? Wir haben ja für unser deutsches Publikum aus der deutschen Fassung übersetzt und die englische nur immer hinzugezogen, wenn es Zweifelsfälle gab im genauen Verständnis. Im Englisch heißt das ja The Hunger Games, also das sind das Famis Ludi. Aber im Deutschen heißt es tatsächlich die Tribute von Panem. Panem im Akkusativ ist der Name dieses imaginären Landes in einer nahen Zukunft. Und auch das ist aus dem Lateinischen genommen, nämlich aus dem Spruch Panem et circenses von Juvenal, was die römische Dekadenz bezeichnet. Und nun haben wir dann übersetzt die Tribute, nämlich das sind die Ausgelosten,
in Losverfahren ausgewählten Jugendlichen, die in diese für die meisten, die allermeisten tödlich endenden Spiele ziehen müssen. Und für Tribut gibt es bei Ovid, dem großen Verhandlungsdichter der lateinischen Antike, die Übersetzung Sors Tributa. Und zwar direkt aus dem Mythos von Theseus, den athenischen Jugendlichen und dem Minotaurus. Also war es ganz klar, dass Sors Tributa Singular ist und Sortes Tributae sind die Tribute. Und für wen werden sie gelost? Nämlich das Land Panem. Und da haben wir jetzt tatsächlich aber den Dativ genommen im Lateinischen, damit das auch stimmt und nicht Desortibus Panem Tributis genommen, sonst hätten Kollegen vor allem aus Erlangen dann gesagt, nein, 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 das geht überhaupt nicht von den Stilübungen her. Es ist ja auch kein stilübungsklassisches Latein, sondern es ist ein grammatisch und stilistisch richtiges Neuest- und Gegenwartslatein, das wir da produzieren. Ja, also von daher ist es einerseits geeignet für Latein Interessierte, die sich auch für die Tribute von Panem begeistern können, das eben zu übersetzen. Auf der anderen Seite können es auch Lehrkräfte ganz gut verwenden. Also ich habe Texte in meiner 9. Klasse schon mal getestet und auch ein Ex drüber geschrieben, eben als Übergangslektüre. Da ist es natürlich sinnvoll, wenn man ein paar mehr Worteingaben als Lehrkraft macht. Auf der anderen Seite, im neuen Lehrplan ab der 10. Klasse in Rom und Europa kann man eben auch wunderbar das Ganze einsetzen und sogar eine Schulaufgabe dazu schreiben. Also es sind Texte genug drinnen. Und das Positive ist, dass Schüler, die eben dann die Tribute kennen, einerseits mit Top-Down-Prinzipien übersetzen können. Das heißt, dass eben der Inhalt schon vorentlastet ist. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, dass eben sehr viel Motivation bringt für den Lateinunterricht. Und auf der anderen Seite könnte man es noch in der 12. Klasse machen, bei Livius, wenn es um die Ständekämpfe geht. Die sind nämlich in den Tributen von Panem auf moderne Weise abgebildet. Und jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wenn wir schon so einen Latein-Experten, der fließend Latein sprechen kann und an der LMU München auch den Kurs Latine Loqui gibt, in dem er ja auch gerade mit den Tributen von Panem operiert. Letztes Jahr war es Harry Potter auf Latein, dieses Jahr die Tribute von Panem. Und da sind wir jetzt ganz gespannt und freuen uns, wenn wir uns noch in wunderbar gelesenen Latein eine Stelle vorlesen würdest. Ja, Vergil beginnt seine Aeneis mit Arma verumque cano. Waffen und Mann sind mein Thema. Waffen und Mann besinge ich. Den Vers Waffen besingt das Mädchen, arma puella canat, könnte man an den Anfang der Tribute von Panem stellen. Und puella ist natürlich Katniss, auf Lateinisch Catanissa. Und nachdem sie als sehr naturverbunden dargestellt wird und auch als sehr selbstständig, da sie ihre Familie durchbringen muss, da der Vater grausam zu Tode kam in diesen Minen, ist sie die eigentlich Zuständige für die Ernährung der Familie. Und sehr besorgt vor allem um ihre jüngere Schwester, die kleine Schwester Primrose, auf Lateinisch Primula. Und es gibt den Tag der Ernte, wie es heißt, Dies Messis, der sehr, sehr aufregend ist, weil hier die Tribute ausgelost werden. Dennoch ist die erwähnte Eubea Ornata sehr, sehr aufgekratzt, geschmückt und heiter. Bei diesen Auslosungen, kurzer Absatz, Hilaris et vivida ut solet eubia ornata in scandum incedit et sententiam suam recitat. Laeti sunt, ludi famis, et sit fortuna semper obiscum. Eius roseo scrines capillamenti esse apparet, quia post faenomini amplexum Cirri sui praeclari paulum loco suo moverunt. Also der Phainomios, der Haymitch Abernathy, der immer betrunken ist, hat sie umarmt und dann sind einfach die perückengleichen Locken verrutscht. Ja, also diese witzige Szene habe ich gerade auf Lateinisch vorgelesen und dann kommt aber der Moment der Auslosung und sie sagt dann immer, Frauen zuerst. Das werde ich gleich noch lateinisch vorlesen. Dann wird aus der Trommel das Los entnommen. Und die Katniss hofft natürlich, dass auf gar keinen Fall ihr eigener Name erscheint. Denn sie hat ja schon ganz, ganz viele zusätzliche Lose, um daraus Essen zu gewinnen, mit hineingeben müssen. Tempus sortitionis ad est. Eubea ornata dicens ut semper.
Feminae primae ad globos vitreos puellarum transit. Manum inserit in profundo globo submergit, unam cartam extrait. Multitudo attenta non iam respirat, sonum acus in sonum cadentis audias. Ergoque misera pereo ex animo spelans et non nomen meum esse, minime nomen meum. Aiuvia ornata ad scamnum reddit, cartam colit, et voce clara nomen recitat. Nun est nomen meum, est primula semper mir. Ja, dann vielen Dank, das war sehr eindrucksvoll, wunderbar vorgelesen, sehr lebendig und macht, glaube ich, Lust auf die Lektüre, eben zu erkennen an der Brosche mit dem Spotttölpel und dem Pfeil, der ja für die Zielsicherheit von Katniss steht. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch mit den Tributen von Panem auf Lateinisch auseinanderzusetzen, dann würden wir uns sehr freuen. Das Ganze ist im Reklam Verlag erschienen. Es gibt sogar für Lehrer Prüfexemplare bzw. Prüfreise. Und genau, ansonsten würden wir uns sehr freuen über Feedback, wie euch das Ganze gefallen hat oder vielleicht auch, wie es auch im Unterricht angekommen ist. Das wäre natürlich besonders spannend. Und wir danken euch, dass ihr dabei wart. Salvete. Valete. Valete ad proximum. Ad proximum valete.